Dann passt jetzt perfekt, hoffentlich. Es geht los. Alter, wie viele Schafe sind hier am Anfang bei der Map? Das will ich auch noch haben. Wir haben keinen Wie fängst du eigentlich immer an mit den Dorfbewohnern? Wie teilst du die auf am Ich Anfang? schicke am Anfang schicke ich alles auf Nahrung erstmal, bis ich 8 Stück auf Nahrung habe. Bei den meisten Strats und dann mache ich die ersten auf Holz oder Gold, je nachdem was ich spiele halt für eine Fraktion. Okay. Bei England mache ich auf Holz, weil da brauchst du extrem viel Holz für die Bogenschützen nachher. Also kommt auf Fraktion ein bisschen an, aber die ersten 8 schicke ich immer erstmal auf Nahrung, baue dann direkt erstmal ein Haus, instant. Und schicke ich auch wieder auf Nahrung zurück. Okay, Mille muss mir nur noch sagen, ob die Lautstärke jetzt passt. Und Jure macht jetzt schon Dings rein. Hand über den Kopf, Kopf zusammengeschlagen. Warum auch immer. Okay, Mille sagt, passt die Lautstärke, okay. Ich weiß nicht, ob ich auf Second TC gehen soll, weil ich bin hier, glaube ich, als Franzose eh schneller Dorfbewohner aus, deswegen brauche ich nicht zwingend zweites Dorfzentrum, glaube ich. Ist die Map riesig. Bisher habe ich doch keinen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, warum Jojo. Also vielleicht geht das Spiel ja das anders, aber ich habe bisher keinen größeren, gröberen Fehler gemacht, würde ich behaupten. Also ich mache es am Anfang auch anders. Ich teile die mehr auf, also ich gehe nicht komplett auf Nahrung. Ja, vielleicht ist das, was das Ding schlecht fand, dass ich auf Nahrung komplett schicke erstmal alles. Natürlich sein. Weiten Weg bis dahin, glaube ich, wird direkt am Wald sein, am großen. Ich glaube, ich irgendwie für einen schlechten Weg zum Laufen entschieden. Ob da ist mir einer vorher gelaufen die ganze Zeit. Alter, dieser Kahn nervt ja schon richtig übel. Das ist der Age-Up. Ja gut, bring erstmal die Schafe zurück jetzt einmal, bevor irgendwas noch schief geht. Würdet ihr das zweite Dorfzentrum bauen, bevor ich ins zweite Zeitalter gehe, oder was? Ich glaube, du kannst es gar nicht bauen, oder? Als bevor ja, das meinte ich nämlich, oder? Ja, genau. Nee, erst zweites Zeitalter und zweites Ding, dann Steine sammeln halt noch. Ich weiß nicht, was es kostet bei Chinesen. Dann zweites Dorfzentrum und dann halt Dinger spammen. Ich hoffe, dass irgendeiner mauert, weil bei mir macht Mauern halt echt nicht so viel Sinn und ist bei einem von euch halt viel sinnvoller. Bei Chinesen oder sogar der Römer kann, glaube ich, auch gut mauern. Aber als Franzose macht es nicht so viel Sinn. Hat echt einige Durchgänge auf einer Vierer-Map. Alter, wie nervig ist denn der Kahn die ganze Zeit? Viel zu wenig auf Holz gerade. Ja. Ich muss weit laufen bis zum Holz hintere.
bist du? Ach, du bist direkt neben mir. Orange. Was bist du denn? Lila. Ah, okay. Dass irgendjemand gleich einen Marktplatz baut. Oh, hier schon ein Marktplatz. Kannst du auch hier drehen. Wenn ich Early Night gehe, fehlt Schmiede. Warum brauche ich Schmiede bei Early Knights zwingen? Die haben doch eh schon die eine Entwicklung automatisch. Diesen Schaden machen die doch eh automatisch mehr. Hat irgendjemand schon Markt was? Ist doch bestimmt ein Markt, der nicht gescoutet ist oder irgendwo. Ich kann jetzt einen Marktplatz bauen. Ja, aber du musst ganz in die andere Ecke halt bauen, ganz unten rechts in die Ecke quasi, dass wir dabei laufen können von uns hin und her. Ich habe meinen oben links in der Ecke, weißt du? Auf die andere Seite. Ja, dann das ist ein bisschen zu spät gewesen. Achso, okay. Ja, außer einer von denen wird halt das eins hinbauen, aber die bauen keinen Marktplatz, so wie es aussieht. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ja, oder wir gehen zu dem Neutralen halt hier in die Mitte. Ja, aber da kommen safe uns Gegner ab. Bisschen abfacken. Riskant, aber ja. Ja. Ich schick meinen Händler erstmal zu dir und Marc steht jetzt hier. Mande squad. Io ma sono la cose. Alter, ich drücke ganz daneben, wie kann das sein? En linea equi secund mandement. Geh mal ein bisschen rein mit den Reitern, schon mal ein bisschen abzufacken zumindestens. Die haben doch safe schon Mauern gebaut, oder? Wahrscheinlich. Vielleicht komme ich noch irgendwo durch, mal gucken. Einer hat schon Prälat von unseren Leuten, vielleicht kann der. Unsere Leute bauen auf jeden Fall auch ein bisschen Mauern, das ist ganz nice. Man kann hier aber noch irgendwo durch, safe. Der mauert da gerade noch weiter, okay. Ich verstehe. Es wäre halt ganz nice, wenn wir hier eine Mauer hätten, dann hätten wir den Markt halt safe. Und dann könnte man den doch benutzen. It's true. Mal ein mit einer Markkarre trotzdem zu laufen. Gott, der kommt, der eine kommt schon abfacken, Alter. Die Mauer hat der eine nicht fertig gebaut von uns. Ganz unten kommt einer schon. Bis ich hier zurückgelaufen bin mit meinen Units, das dauert auch 100 Jahre. Der Gelbe hat da schon ein bisschen was unten. Oder ewig viele Reiter schon. Der Blaue hat einfach gar nichts. En linea, Equites. Passal si davant. Tja. Das heißt, Einheiten produzieren, so wie es aussieht. Ja. Holz habe ich echt genug inzwischen, Alter.
Skorpion hat einer Malplatz gebaut gehabt. Ich muss mal den Karren rauszunehmen, vielleicht schaffe ich das. Hey, wieso geht es nicht? Hallo? Wieso kann ich keinen Turm bauen? Was ist das für ein Bug? Alter, es ist so lächerlich. Wieso konnte ich das die ganze Zeit nicht machen? Das kostet nicht so ordentlich. So, alle seine Jungs gekillt. Jetzt war meine Bogenschützen auch da gewesen. Ich baue schon mal eine Mauer an den Markt. Unangenehm. Was ist hier einer drin? Was soll der Quatsch? Ein Struggle ist inzwischen Nahrung am meisten. Oh, sagen wir es mal so, den Angriff hat man gut abgewehrt. Die Ritter kosten halt des Todes viel. Unser Age oder deren? Unser, das ist gut. Von uns, ja. Wir haben schon zweimal Age ab. Nee, von denen war das. Wir sind beide Level 3 sind wir, glaube ich. Ja, ich verwechsel den mit den Grünen immer. Ich glaube, der Trade war sogar okay von seinen Units. Mein paar Holzfällern. Holz hatte ich eh voll viel. War auf seinem Marktplatz jetzt. Lol. Jetzt für ein Quatsch. 5 ist der doch. Kein so ein weiter Weg, wie ich es gerne hätte, aber. Jetzt auch ins dritte Zeitalter. Ja, ich brauche noch eine Weile dafür. Ich muss mich auf die Armee konzentrieren, so ein bisschen was zu haben. Ich glaube, der ist immer noch nicht fertig. Ah, doch, der hat extrem offensiv gemauert. Unser Team mauert echt stark, muss man sehen lassen. Ja, ich muss hier oben nochmal eine Mauer machen gleich und dann sieht es ganz gut aus. Also, das Smart ist, alle Wahrzeichen nebeneinander zu bauen. Wahrscheinlich nicht. Hier ist so wenig Platz. Ja, ich habe es halt genau daneben gebaut, weil ich halt mein Gold habe ich genug Produktion. Ich wollte von Goldproduktion wegmachen. Ich gehe jetzt mal nochmal auf Steine auch. Ich brauche eine Burg immer wenigstens. Kann ich nachher auch billiger ausbilden. Wie sind 23 Leute auf? Okay. Klassiker. Jetzt noch ein bisschen Age ab. Komm. Direkt die wichtigsten Entwicklungen rein. Zwei. Imperialzeit ist. Welcher ist das? Oder? Das ist unsere doch, das ist nicht angezeigt, das ist der rosa, ne, ist das.
Ich habe nur noch AFK-Typen. Oh Boys, dann gönne ich mal ein paar Steinchens. Der hat die Häuser nicht fertig gemacht, der Kollege. Dieser Typ. Jetzt muss Nahrung mal langsam in eine gute Richtung gehen bei mir. Ich habe jetzt viele Felder. Nahrung echt noch sehr wenig. Also ich mache nur 400 pro Minute. Woran sieht man das nochmal? Wenn du mit der Maus über die Anzahl, die du schon hast, drüber gehst. Okay. Ich habe 990 pro Minute. Meinen Stein fertig habe, kann ich einfach Age abgehen, Alter, und kann einfach damit dann gleich das eine Ding, die eine Burg bauen. Frage ist, soll ich die offensiv stellen? Lol, sein Prälat läuft einfach durch seine Mauer, durch sein Tor durch. Beim Rückweg wird da halt sowas von drauf gehen. Ich glaube, ein offensives Wahrzeichen ist sogar gar nicht so bad. Ich habe jetzt die nächste Mauer fertig. Jetzt baue ich mal einen Tribok, um da unten seinen Turm wegzuballern. Irgendwann müssen wir auch anfangen, mal eine Schmiede zu bauen, bin ich echt schon late mit. Ich sag dir, wer die Runde wundert, der gewinnt. Wer sich wundert. Die gehen halt jetzt auf Gold. Hallo, der Thomas, moin moin. Advertenz, tout le monde. Que faut-il donc besoin? Auch in der letzten Zeit, Alter. Jetzt war's aber schnell. Dafür fehlt mir noch eine ganze Menge Nahrung. Hä? Hab ich 9 weggegeben? Was hast du denn gemacht? Auch ça. Ja. Oh yeah, tous. Voici les commandements. Je prends pur de ce moment. Advertence, voici les commandements.
Ce sera moult bien assouvi, verrez. L'hostel à Bastille. J'attends vos adresses. Au Gold ist alle. Jetzt noch geht. Okay. So, machen wir mal die Entwicklung alle. Ihn vielleicht noch. Ich mache dich mal auf die 8. Dann mache ich wieder auf die 9. Ne, warte mal, Evel. Rot ist einfach nur im zweiten Zeitalter. Wer ist auf dem zweiten Zeitalter? Der Rote, der Gegner. Okay, das ist gut. Nur die Mitte zu treffen im Moment noch. Goldtechnisch wird es dann nicht mehr schwierig. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Dorfbewohner auf Gold hauen jetzt. So. Kannst du hier oben noch Gold holen? Ja, ich hab, Gold habe ich genug. Also ich habe nur Dings, genug Goldproduktion. Oh, ich habe auch gerade echt viele Dinger produziert, die Gold kosten. Das sind so nahe produziert. Okay, ist auch ins letzte Zeitalter. So, was geht noch einmal rein? Ja, das sollte auch reichen. Produktionsstätten. Advertence, voici les commandements. Je prends cure de ce matin. Sein Turm ist schon kaputt hier unten. J'attends vos advices. Schmiede noch. Mal den nochmal mehr HP gleich. Ich brauche nochmal ein letztes Lager hier. Okay, gleich steht Goldproduktion. So, jetzt brauchen wir 700 Gold einmal für die königlichen, für die königliche Blutlinie. Warum wir sollten dann gleich nochmal ihn hier verbessern, Einfluss, indem die anderen Kosten gesenkt werden. Das wäre vielleicht voll smart, euch weiter produzieren. Kannst du gleich einmal mit deinen Reitern hier die kaputt machen? Kann ich machen gleich. Oh, da kommt mir noch mehr Zeug aber jetzt an. Mangronellen, Alter. Der Quatsch. Das eine Ding war ja voll Schwachsinn. Oh, warte mal, wir haben jemand der Weltwunder errichtet. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. So viele Truppen habe ich noch nicht. Ja, aber ich bin jetzt voll in der Produktion drin. Kieböcke nicht vors Tor stellen, Lukas. Sagt Jojo, kann man was heißen soll. Ja, weil deine Leute dann nicht so gut da durchkommen, aber sonst komme ich nicht an die Mauer hin. Den Weg werde ich noch aufladen können, das kommen wir einfach. Versuch mal seinen Kieböck-Scheiß ein bisschen Platz zu machen. Oha. Dann gehen wir mal zurück, gehen wir mal zurück, ja, muss auch zurück dann. Hielen sich ja zum Glück. Haben wir 2-3 Triebwerke down gemacht. Ich was verloren habe. Entwicklung jetzt durch. Okay, die haben jetzt mehr HP, das ist nice. Ich gehe halt nur auf Reiter gerade. Es ergibt sich ja halt gerade gut die Runde bei mir, nur auf Reiter zu gehen. Oh Gott, die Entwicklung noch nicht durch. Das ist belastend. Kommen ein paar noch von euch. Menschen reichen, würde ich sagen, fast.
Was gibt es denn jetzt noch für Entwicklung, die ich unbedingt brauche? Ich hätte gerne noch ein bisschen Stein. Ne? Meine Mauer. Advertence. Ja, ich habe einen Leck, ja. Was hast du gesagt? Meine Mauer ist kaputt gegangen unten. Die pushen. Wo denn? In der Mitte. Ja, okay. Also der Gelbe pusht so ein bisschen vor. Für Spielchen hier. Checken, was wir so haben, glaube ich. Oh ja, wir sehen ja, was die dann haben. Bleib mal hier stehen, ein bisschen, damit die deine Treebox nicht kaputt bekommen. Ja. Hauptsache ich kann jetzt mit Infanterieeinheiten kann ich jetzt Trieböcke bauen, aber nix im Dings. Aber ich habe keine Infanterieeinheiten. Hammer. Lukas kann super Palace Watchen spammen gegen den Gegner. Wie sollte das spammen? Ah, Palastwachen, lol. Ja, was Palastwachen sind, ich habe noch nie Schatten gespielt. Du kannst schon Palastwachen spammen. Mal rein, wenn ich vielleicht bekomme. Ich muss aber erstmal meine Nahrung hier in den Griff kriegen. Ich habe Nahrungsproduktion. Oh, oh, okay, der hat hier teuer. Hier. Auf dich? Ja, ich stehe hier mit meinen Bogenschützen. Ja, ist gut. Mal die Schwachen nach hinten machen. Okay, der kommt rein nach oben einer jetzt. Ja, oben ist kritisch da. Oh, der kann Bogenschützen in meine Ritter rein, das ist natürlich dumm von ihm. Ja, den lag ich jetzt rein, Alter. Oh, er hat schon. Bienen jetzt da. Machen die schon weg. Kannst du mit deinem Bogenschutz schießen? Ja, weil das sind alles nicht ekelhaften Dinger. Ja, die gehen nach oben. Die müssen nach oben verschieben. Ja, die können von beiden Seiten kommen. Aber nach oben, nee, darf man noch nicht verschieben. Die laufen sich noch mit den kleinen Schaspinennestern. Ich investiere einmal Armee. Nester. Die Down zu bekommen, wäre richtig hart hier. Ich bin voll im Fight jetzt. Scheiße, Nester, Alter, ich dreh durch. Ich hoffe, meine Bogen hier oben zerstören, ich habe meine Produktion leider. Ich muss mir ganz dringend gleich nochmal unten weiter unten eine Produktion aufbauen. Irgendwo schön Platz ist. Ist nirgends viel Platz auf dieser scheiß Map. Nee, es ist super eng alles. Advertence, voici les commandements. Tres tous, écoute les ordonnances. Nester kommt wieder mal an. Echt viele schon davon. Meine Triebwerke sind zu langsam. Unsere Freunde können theoretisch helfen. Ich glaube, nirgendwo ist woanders wird angegriffen. Ne? Wir stehen hier zu zweit die ganze Zeit. Und halten den Scheiß. Okay. Mine, c'est déjà par main.
Was hat Jojo da geschrieben? Ein Wahrzeichen hier oben. Roten Leute, Roten. Ja, Roten wären echt gut. Da recht. Wenn wir die wegballern können. Du musst zurück. Warte, ich muss erstmal meine Bauern da wegziehen. Schicken unsere Freunde irgendwas oder was machen unsere Freunde hier? Die chillen ihr Leben. Ich muss echt einen Junge zurückziehen, wenn ich Stunde ärgern. Ja, ich bin unterwegs. Ich werde gleich irgendwann halt einfach reingehen, weil das ist meine Produktionsstelle, die brauche ich auf jeden Fall noch. Und du hast auch ein Bienennest noch am Chillen, okay. Ich gehe schon noch die Bienennester rein. Okay. Alter, ich bin ein bisschen da. Hat der Blaue gerade die Armee nicht hier. Das sieht mir gerade die Bienennester down zu machen, endlich. Kann man eigentlich irgendwie seine Händler alle auswählen oder so, die man hat? Und die umleiten? Raum, die ganzen Bienennester, Alter. Warte, was hast du gefragt? Ob man die Händler alle gleichzeitig auswählen kann oder muss man immer alle suchen und dann auswählen? Ich weiß nicht, ob man die irgendwie auswählen kann, zu sagen, ehrlich gesagt, kann ich gar nicht sagen. Ich ziehe mich zurück wieder. Das war gut. Brauch dich gleich mit deinen Einheiten hier vorne, mit ein paar Palastwachen. Ja. Wir müssen die Speermänner rausnehmen für mich, die da stehen. Das sind echt nicht mal die. Da kommen wieder ein paar von den Teilen. Wir können mal kurz chillen. Sieht aber nach einem Easy Welt Wonder Sieg aus. Noch einmal Bienennester, glaube ich, bauen und dann wird der Ding läuft voll rein. Mit dem goldenen Holz keine roten. Ja, ich denke, das haben wir schon so gut wie gewonnen. Ich kann ein paar Häuser schnell bauen. Geh wieder rein. Warte. Ja, warte mal, ich zieh dich zurück wieder, ich hab keinen Stress. Ich hab die Bienennester platt, das ist der einzige Geruch gerade. Der kommt mit so einem scheiß Tor, Mann, Alter, ich glaub's nicht. Ich hab einen guten Teil verloren, lass den Rückgehen nochmal. Also mit dem, was wir jetzt neu produzieren, meine ich natürlich.
Jetzt ein paar Runden in Produktion noch für die Backline gleich. Heißt für den letzten Kampf dann gleich nochmal ein paar Runden. Dann durch auch Runden. Nee, durch die Nester stehen. Okay, das passt. Aber ich habe immer noch voll viele Units hier leben, sehe ich gerade. Ja, da stand noch ein paar Runden von dir. Ach, denn meine Armee wäre vorhin schon längst gestorben. Die ersten Runden kommen, das ist gut. Deshalb richtig Logik immer nachher im Endeffekt. Also wir tun einfach, wir mauern quasi hier. Warte, war noch mit da. Wir mauern mit unseren Einheiten. Ich muss echt gucken, dass da die Bienen, genau richtig, dass deine Bienennester gleich safe sind. Das haben ja auch Bienennester. Feier ich. Theoretisch können wir die sogar fast pushen. So. Guck mal, der, ja, der Pinke pusht den Gelben hier auch schon komplett. True. Keine Ahnung, gewonnen. Also ich habe halt noch mal Schiss, dass die irgendwo einen Quatsch machen und auf einmal beim Weltwunder stehen. Aber der hat so vermauert, das Weltwunder hin, da kommt der niemals ja hin. Ja, kann man pushen ein bisschen. Los. Ich habe auch eh unendliche Nachproduktion eigentlich inzwischen von allem. Jojo ist schon wieder am Ausrasten. ja, ich habe ja Runden jetzt gebaut, nur für Jojo. Ich glaube, die haben es auch aufgegeben oder kommen die irgendwo anders durch, wo sie nicht bekommen. Ist irgendwo nicht in Mauer? Nee. Ja, nach irgendwo auf einmal durchkommen. Guck mal hier, wenn die nie wieder durchgekommen. Na, werden sie auch nicht. Oh, die haben sie, glaube ich, aufgegeben. Deine Bienennester, deine Bienennester. Was machen die Bienen so weit nach vorne? Ich gehe zurück, ich hab den Bock, dass meine ganze Statistik jetzt mit dem scheiß Bienennester kaputt gemacht wird. Ja, da haben wir keine Chance, deine Maus ganz vergessen, da sterben wir nur. Okay, du kommst oben durch. Pass auf deine Bienennester auf. Weil gegen die Bienennester hier gehe ich nur drauf. Wird es nicht unbedingt sein, dass ich gegen die Bienennester einfach nur meine Armee verliere, sinnlos. Boah, da kommen jetzt ein paar Runden langsam dann zusammen, glaube ich. Wobei, die schaffen es gar nicht nachzuproduzieren, weil meine Dinger die ganze Zeit vorher rauskommen. Ja, aber das war genau richtig schwarz, weil... guck mal, die Bienennester da unten jetzt. Eieiei, oh, machen die Schaden auf dem einen. Bienennester sind so frech. Ah, die sind echt frech. Wurde zum fünften Mal GG geschrieben, wir hatten GG geschrieben, mach Jojo. Ja, bis auf GG. Ich hatte letztes Mal eine Runde, das war so bitter. Ich habe auch schon GG reingeschrieben, wir haben im Zusammenfluss gespielt, die Map, wo so ein dünner Fluss in der Mitte ist. Und wir haben halt hatten Weltwunder und wir haben getankt. Wir haben hatten so viel, bei den zwei Durchgängen hatten wir so viel Burgen und so viel Truppen, die sind niemals durchgekommen. Was hat er gemacht? Der hat mit dem Transportschiff oben links, ganz oben links in der Ecke, hat er ganz viele, einfach mit dem Transportschiff durch den kleinen Fluss immer hin und her gefahren, seine Truppen, bis er da eine Armee von 70 Reitern oder so hatte. Und dann kam der aus Weltwunder und haben die noch die Runde gewonnen, die Gegner. Weil er einfach durch ein Transportschiff auf der Map halt durchgegangen ist. Das war richtig bitter. Das war ärgerlich. Das war belastend. Das habe ich gelernt, immer nicht früh GG schreiben. Ja, aber schön, das haben wir easy geholt, dieses Match. Also wie gesagt, besser kann es halt Spaß, glaube ich, echt nicht spielen. Ich werde mir mal Kohle anmachen für die nächste Runde. Der ist, wird wieder, das wird schon wieder zu hart. Aber die konnten auch nichts machen. Das Einzige, was sie hatten, waren die Bienennester. Und in dem Moment, als die Bienennester, der Blaue weggegangen ist, ich konnte komplett alleine die Bienennester zerstören. Da war es vorbei, als die ganzen Bienennester von dem einen weg waren, von den Grünen dann. Da locker irgendwie 10 Stück rausgenommen, plus halt die Kanonen und Trieböcke und so. Aber guck mal, Rot und Blau sind auch immer noch im dritten Zeitalter, ne? Also bei denen hat irgendwas gar nicht gepasst. Ja. Echo war auch gut bei mir einfach alles. Das war richtig schön, GG. War es eine coole Runde. GG, wir haben das gut verteilt in der Mitte, da kam echt einiges an. Ach geil. Ja, das war echt okay. Ach, die Franzosen spielen. Die Reiter waren schon krass. Ja, die Reiter, die sind halt nicht durchgekommen durch die Reiter dann. Und ich hab das Schöne ist, wenn du dann einfach ein paar in den Kampf schickst, dann schickst du immer so einen Fünfer-Trupp schickst du immer dann auf irgendeine spezielle Siege-Unit da, dann machst du die ganze hinteren, die ganzen Belagerungswaffen kaputt noch. Hat Spaß gemacht. Guck mal, der Pinke hat so geil gesnowballt mit seiner Wirtschaft einfach. Ich hab dann auch kein einziges Mal richtig kämpfen sehen, den Pinken. Außer am Ende vielleicht nochmal, dann mit seinen paar Infanterie. Ja,